Liebe Kinder, liebe Familien, wir wollen euch heute etwas nahebringen. Die Rohrer Krippe beinhaltet ganz viel von dem, was die Weihnachtsgeschichte ausmacht. Und wir wollen sie mit Hilfe der Figuren in der Krippe zum Leuchten bringen. Wir wollen diesen kleinen Gottesdienst beginnen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid mal ganz gespannt und mit dabei. Aber erst wollen wir miteinander singen. Ihr Kinderlein, kommet. Kinder, schaut mal, wen ich euch heute mitgebracht habe. Das Rohrer Christkind. Ja, warum eigentlich das Rohrer Christkind heute? Naja, ist ja eigentlich eh klar. Ist ja dem Rohrer Christkind oder dem Christkind sein Geburtstag, den wir heute feiern. Hallo Pfarrer Wanke. Hallo liebe Kinder und alle, die uns eingeladen haben. Schön, dass ihr dabei seid. Wollen wir uns mal gemeinsam die Rohrerkrippe anschauen? Oh ja, gerne. Die ist immer so toll. Na dann. Komm mal mit. Setz dich doch mal. Weißt du, was ich immer schon mal wissen wollte? Na ja, komm, sag schon. Warum haben die Figuren in der Rohrer Krippe eigentlich fränkische Trachten und Kleider an? Komm, lass uns mal gemeinsam in die Geschichte eintauchen. Vielleicht verstehst du es dann am Ende. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde.
Und diese Schätzung war die allererste und geschah, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Der machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, die war schwanger. Es war ein weiter Weg, den Maria und Josef gehen mussten. Maria war sehr, sehr müde, denn sie trug ja auch noch das Baby mit sich in ihrem Bauch. Endlich kamen sie nach Bethlehem. Josef bemühte sich verzweifelt, ein Zimmer zu finden, wo sie übernachten konnten. Aber auch der letzte Versuch in einem Gasthof war gescheitert. Überall, wo sie geklopft hatten, wurden sie nur abgelehnt. Als sie davontrotteten, rief der Wirt sie noch einmal zurück. Etwas unwirsch sagte er: Ihr könnt im Stall schlafen, wenn es euch nichts ausmacht. Besser als nix. Maria und Josef waren froh. Der Stall war ärmlich, aber dort lag Stroh. Und kalt war es auch nicht. Und als sie dort waren, kam die Zeit, da Maria gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Maria sagte: Sieh nun, unser Sohn, ob es stimmt, dass Gott Großes mit ihm vorhat? Josef legte den Arm um Maria und beide schauten sich müde, aber glücklich an und schauten auf ihr Kind. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Mann, ist es heute mal wieder langweilig, beschwerte sich der eine Hirte. Es ist dunkel und kalt und schlafen dürfen wir ja auch nicht, weil wir ja auf die Schafe aufpassen müssen. Ach komm, stell dich nicht so an. So kalt ist es auch nicht, sagte der andere. Hier, du kriegst meinen Hut. Dann fühlst du dich wärmer. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Als der Engel wieder verschwunden war, kriegten die Hirten sich langsam wieder ein. Du, sagte der eine, kannst du dir das vorstellen, dass der Heiland ausgerechnet bei uns, in unserem kleinen Bethlehem geboren ist? Da könnte er ja genauso in Rohr oder Dechendorf, in Brünst oder Münch-Erlbach, in Götteldorf oder Seidendorf geboren sein oder vielleicht in Leutsdorf, Weiler oder Gaulhofen gar. Komm, sagt der andere, wir gehen ihn suchen. Und die beiden marschierten los. Als sie beim Jesuskind ankamen,
war das ein ganz besonderer Moment. Sie sahen das Kind und spürten auf einmal einen ganz tiefen Frieden. Darum knieten sie vor ihm nieder, staunten und dankten Gott für das, was geschehen war. Nach einer Zeit verabschiedeten sich und gingen wieder hinaus in die Nacht. Etwas hat sich verändert. Spürst du es auch? Fragt der eine. Ja, ja, ich spüre es, sagt der andere. Jesus wird uns Menschen Frieden bringen. Und dieser Friede fängt da an, wo Jesus in unser Herz kommt. Eine Weile waren sie still. Dann knuffte der eine den anderen in die Seite. Los, komm, das müssen wir unbedingt weitererzählen. In Bethlehem und in allen Dörfern in Rohr und auf der ganzen Welt. Alle sollen es wissen. Unser Heiland ist da. Ja, sagte der andere, wir wollen es weitersagen. Die Menschen sollen singen und gemeinsam feiern und fröhlich sein. Denn Jesus Christus ist geboren für uns alle. Und warum haben die Leute in der Rohrkrippe jetzt fränkische Trachten an? Die Geschichte spielt doch in Israel. Ja, weißt du, auch die Menschen von Rohr, früher und heute, machen sich auf den Weg, um in der Krippe Frieden zu finden. Das Jesuskind, Frieden für sich, Frieden für ihr Leben. Und sie finden, was sie suchen, wenn sie mit offenem Herzen kommen. Thank you.
Liebe Kinder, lasst uns die Hände falten und Gott bitten, dass er uns nahe kommt. Herr Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen, um uns zu begegnen. Du möchtest uns, den Kindern, genauso wie den Erwachsenen begegnen. Ich bitte dich, sei du bei uns in dieser Nacht, an diesem Abend. Lass uns dich im Herzen tragen, wenn wir unsere Geschenke auspacken, wenn wir einander Freude bereiten, wenn wir uns freuen über das, was wir bekommen haben. Dann lass uns dankbar sein und auch an dich denken, der du der Grund bist, warum wir feiern. Amen. Ja, liebe Kinder, und damit möchte ich euch mit dem Segen in den heutigen Abend entlassen. So segne und behüte euch der Gott, der euch liebt wie kein anderer. So segne und behüte euch der Herr Jesus Christus, dessen Geburt wir heute feiern. Und so segne und behüte euch der Heilige Geist, der diese Nacht zum Leuchten bringt. So segne und behüte euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und jetzt wollen wir miteinander singen, O du Fröhliche.